Ja, hallo, ist das Sam schon mal, ja, Paartherapeut, Psychotherapeut und Beziehungscoach und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und jetzt kommen immer wieder Fragen mit Sessions. Ich kann, also habe ja, seitdem ich, früher habe ich ja ganz normale Praxis gehabt, habe ich auch noch, aber ist gerade echt schwierig. Also ist auch sehr im Vordergrund gerade mit ja, meinen Kursen auf liebeschipp.de und YouTube und ich muss mal sehen, wie sich das so entwickelt. Gut, ja, wir haben heute eine coole Mail von jemand, der sagt, Mensch, eigentlich ja, im Beruf läuft es echt so gut und warum hakt es so im Beziehungsleben und ja. Eine Nachricht von Sisjanovic kam und sie schreibt: Lieber Christian, ich bin Ende 20 und ja, habe einen Job, wo ich sehr angesehen bin und beliebt und finde mich auch sehr schön, wenn man das so sagen darf. Leider bin ich ein Mensch, der permanent von einer Beziehung in die andere gerät und die Männertypen ähneln sich alle sehr extrem. Gut, da kann man nicht immer gucken, das ist ja auch das ganze Thema hier auf meinem Kanal, der Liebeschip, ne? Also Liebeschip ist ja so die angesammelte, also was ihr in eurer Kindheit oder in euren Programmierungen gleichgesetzt habt mit Liebe, was in, ja, man wird halt so geprägt in der Kindheit, was man da vorgesetzt kriegt, das verbindet man eben mit Liebe, wenn das halt, dass ich immer das Gefühl hat, was weiß ich, man hat einen kalten Vater oder so, dann verbindet man eben kalter Vater, kalter Mann mit Liebe und so weiter. Da macht es schon mal Sinn zu gucken. Vor allen Dingen Thema bei mir Modul 1 im Liebeschiff, auf liebeschiff.de. So, meistens haben sie keine Schwester, keinen festen Job und keine großen Ziele. Ja, das deutet jetzt darauf hin, auf eins der beliebten Pluspol-Themen. Andere retten wollen. Ne? Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass du vielleicht in deiner Kindheit Mami oder Papi irgendwie retten wolltest. Vielleicht vor allen Dingen Papi, könnte ich mir jetzt hier vorstellen. Und dann ja letztlich ein Verhalten zeigst, ja, wo du auch Schwierigkeiten hast, dann deine also Beziehung zu führen, wo es wirklich eine gute Polarität gibt, weil damit ziehst du natürlich auch ein bisschen Männer an, die es vielleicht nicht so unbedingt sind. Was jetzt aber, man kann natürlich auch ohne festen Job in seiner Polarität sein. Ich weiß es nicht, ich muss nochmal prüfen. Ich hingegen bin sehr erfolgreich und verdiene gut in meinem Job. Ja, also gerade mit Frauen, die, also ich habe den Eindruck, viele Frauen wollen eigentlich auch lieber gern zu ihrem Mann aufgucken, was jetzt nicht heißt, dass sie nicht Augenhöhe haben, aber ich habe schon das Gefühl, oder ich. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es da Forschung gibt, bin nicht so ganz sicher, aber also auf jeden Fall sagt man das so, dass Frauen immer gern so ein bisschen nach oben daten. Für Männer ist aber auch absolut okay ist, wenn da so vom Status oder ich weiß nicht was, eine Frau kann auch gerne mal ein bisschen drunter sein. Das hat ja der Hirschhausen wollen, hat ja mal so ein großartiges Bild gemalt, fand ich ganz treffend, dass dann. Das eben auch dazu führt, dass gerade die besonders erfolgreichen Frauen es manchmal schwer haben, so, ne? Aber du hast natürlich noch on top hier, dass du auch nochmal extra Männer suchst, die, ja, mit denen du dann eben nicht so ein, keine Ahnung, die dich wahrscheinlich dann auch manchmal eher vielleicht sogar runterziehen, anstatt dass ihr so ein Power-Couple seid, wo ihr euch gegenseitig so von einer Höhe auf die nächste katapultiert, was ja auch sein kann in einer Beziehung, was ja schön sein kann. So, wir sind quasi mit den Typen nie auf Augenhöhe. Wer ist jetzt wir? Ich glaube, du meinst dich damit, ne? Und das wird dann irgendwann für mich, so für die Herren zum Problem. Ja, weil das, wie gesagt, habe ich ja auch in meinem, glaube ich, einen meiner letzten Videos aufgeführt über Polarität, dass dann erlebst du den Mann nicht in seiner Polarität, das ist genau, was ich meinte.
Und dann gibt es Probleme, da kannst du nicht in deine Polarität gehen. Dann ist da gleich schon der Wurm drin. Ne? Nachdem ich eine relativ kurze Ehe beendet habe, habe ich mich relativ schnell auf meinen besten Freund eingelassen, dem ich mittlerweile auch ja, wenige Jahre zusammen bin. Am Anfang ist natürlich alles schön. Also, was ich schon mal gleich sagen kann, du musst, also wenn du da aus dieser Beziehung rausgehen solltest, musst du unbedingt eine Datingpause machen. Also Datingpause wird immer wieder gern unterschätzt, als irgendwie Pillepalle ist ja nicht so wichtig, aber bringt häufig enorm viel für Selbstliebe, Autonomie, alleine klarkommen. Und wenn ich Datingpause sage, dann sage ich wirklich, ich glaube, es ist in meinem Modul 2, da sage ich wirklich, niemand angucken, kein Sex, kein Flirten, knallhart durch totaler Entzug von diesem ganzen Scheiß. Irres Erlebnis, echt total, also echt total cool, als ich das mal gemacht habe. Also ich war auch viel in Beziehungen in meinem Leben, als ich das mal gemacht habe. Das ist mir abgefahren, ne? Dass man dann merkt, dass man den Kopf mal so frei hat für so ein ganzes Beziehungsthema. Und man muss ja auch gar nicht suchen, weil man macht ja eine Pause. Und echt cool, das würde ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen. Am Anfang ist natürlich alles schön. Auch ich habe nicht viele Freunde, beziehungsweise eigentlich habe ich keine. Und somit waren er und ich jeden Tag zusammen. Ja, das ist ja für viele, ist das ja so eine schöne Vorstellung, mit einem besten Freund zusammenzukommen. Also man kann da jetzt auch eigentlich, das ist nicht falsch. Also, da wisst ihr zumindest, dass die Freundschaftsebene funktioniert, so. Aber mir gefällt das nicht so richtig, dass du so wenig Freunde hast. Also manchmal ist es ja auch so, wenn man im Beruf sehr erfolgreich ist, vielleicht auch eher früh im Leben, dass das eine Menge Neider auf den Plan ruft. Und da ist manchmal gar nicht so leicht, manchmal gehen da die Freunde einfach nicht mit. Ne? Also gar nicht so, dass die dann so gegen einen sind. Also ist auch nicht immer jeder, manche sind vielleicht neidisch, manche verstehen es auch einfach nicht, was du machst. So. Oder weiß nicht, haben da irgendwie ein Störgefühl, weil du dich nicht mehr so verhältst, wie sie es vielleicht machen. Und das ist auch auf jeden Fall auch ein Rat, den ich dir geben würde, dass du ja, mehr in Freundschaften investierst. So, ne? Also erstmal nimmt das auch Druck aus der Beziehung, dass du sagen kannst, ja, jetzt auch ein paar Tage in der Woche mache ich was mit Freunden oder bin allein, so, ne? Weil eine Beziehung, also jede Beziehung ist irgendwann überfordert, wenn sie alles abdecken soll. So. Weil eine Beziehung muss auch so atmen, ne? Dass man mal was zusammen macht, mal nicht. Kann man natürlich auch, wenn man zusammen wohnt, mal was nicht zusammen, macht getrennt Sport. Also, es hört sich jetzt so romantisch an, ist aber insbesondere für den sexuellen Bereich hoffe ich nicht so gut. Ne? Da er momentan nicht arbeitet, Polarität, ich allerdings sehr gut verdiene, habe ich mich auch irgendwie um ihn gekümmert. Also, du fällst hier völlig aus deiner Polarität raus, was es gibt. Kleinen Prozentsatz Frauen, die gerne in der männlichen Polarität sind. Du gehörst, glaube ich, nicht dazu. Ist nicht so, dass das grundsätzlich falsch wäre, für eine Frau in der männlichen Polarität zu sein, aber viele wollen es einfach nicht und wissen dann auch gar nicht, was los ist. Du hast jetzt das Problem, dass du einerseits dieses ja, Pluspol-Thema im Kopf hast, sich um jemanden kümmern und aufpäppeln. Andererseits die erwachsene Frau in dir, die sagt, ey, wenn man nicht in seiner Polarität und es turn me up. Ne, und das gewinnt auf die Dauer, ne, diese Seite. Jetzt sucht er Arbeit. Er hat so gut wie nie Lust auf Sex. Ja, man fragt sich jetzt natürlich, was ziehst du aus der Beziehung? Aber gut, ihr habt diese Freundschaftsebene. Aber auch in der Freundschaft sollte sich ja, ich muss sagen, auch in der Freundschaft ist es nicht so gut, wenn einer den anderen das Leben finanziert. Ne? Also, ich glaube auch nicht, dass es für ihn so gut ist, weil du schwächst ihn irgendwo auch damit, dass er nicht so auf eigene Beine kommt oder weiß ich nicht. Vielleicht wird er sich nach dir auch die nächste wieder suchen, die sich um ihn kümmert, aber ich glaube, du findest es nicht gut. Ne? Und mit der keine Lust auf Sex, also eigentlich, wer würde man jetzt von der Polarität her denken, dass auch du keine Lust auf Sex hättest, aber es ist natürlich ein Problem, wenn der andere noch weniger Lust hat auf Sex, dann
wird es dann wieder zu so einem Krümelbeziehungsthema irgendwie, ne? Naja, das hat er von Anfang an nie und er wohnt auch noch bei seinen Eltern. Oh. Leute, ihr seid keine Männer, die noch bei ihren Eltern wohnen. Du hast, schiebst jetzt hier so eine Begründung nach, die sich mal nicht vor, aber ist, also ich finde, in Deutschland gibt es keinen Grund, warum Mann noch bei seinen Eltern wohnt. Echt. Also. Gut, er ist jetzt so ein Tacken jünger, aber mit dem Alter, ey, oh, so Richtung Ende 20, noch bei den Eltern wohnen. Ja, und gut, ich meine, es ist immer, also eine Freundschaft jetzt so in eine Beziehung umzudrehen, ist vielleicht auch nicht das Leichteste, aber mal ganz ehrlich, also ihr müsst wirklich beim Sex, müsst ihr wirklich gucken, wenn jemand von Anfang an keine Lust auf Sex hat, soll das besser werden in einer Beziehung. Also das Level, was ihr am Anfang hattet, das ist erstmal so häufig obere Maximalmaß, was ihr an Sex haben könnt. Sicherlich kann es da mal Schwankungen geben und so, aber eigentlich wird es ja eher weniger erstmal so, ne? Irgendwann. Und wenn man jetzt aus einem niedrigen Niveau angefangen hat, dann passiert halt genau das hier, ne? Neulich hat er versucht, mit mir Schluss zu machen und ich bin wie eine Verrückte hinterhergelaufen und habe ihn darum gebeten, nicht zu gehen. Gut, auch hier müssen wir jetzt wieder gucken, was ist in deiner Kindheit? Musst du mal gucken. Hattest du einen nicht verfügbaren Vater? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, du könntest eventuell passive Bindungsangst haben, dass du dann Männer datest, die dir nicht richtig nahe kommen, dich auch nicht so richtig in Intimität, in echte Intimität reinziehen, wo du dich mit deinen eigenen Mauern vielleicht beschäftigen müsstest, die ich mir vorstellen könnte, die du vielleicht hast. Und so, das machen ja ganz viele, also das kennen ja, glaube ich, alle aus dem FF, die länger gucken, dass man sich dann manchmal als passiver Bindungsängstler im aktiven Bindungsängstler zusammentut und dem dann hinterherläuft. So dass eigentlich immer so der Abstand bleibt gleich, sag ich mal, ne? Man hat hier so einen Abstand und der eine läuft weg und man läuft hinterher, aber wenn der andere jetzt auf einen zulaufen würde, wird man vielleicht selber wegrutschen, ne? Weil man irgendwie ja auch ein Thema hat mit Schutzmauern so, ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt ein, weiß es natürlich nicht. Musst du mal gucken, wäre eine Idee, die ich jetzt so hätte hier. Und gleichzeitig, also man hat einerseits ist ein bisschen passive Bindungsangst, aber andererseits möchtest du nicht alleine sein, ne? Warum möchtest du nicht alleine sein? Weil du einmal ja vielleicht auch noch mehr investieren könntest in Autonomie und Selbstliebe, so. Ich weiß, es ist immer mühsam, aber es zahlt sich echt aus. Und es, dann gibt es natürlich diese, in diesen Krümelbeziehungen, was das da hier haben, irgendwo, also ihr seht euch zwar oft, aber kein Sex, ne? Und so richtig verknallt scheint auch nicht zu sein. Also dann entsteht dieser Mangel und da wird man immer mehr besessen von Sexualität und Nähe und verhält sich dann manchmal auf Weisen, wo man denkt, boah, kenne ich mich ja gar nicht, aber weil man wie so ein verwüstender durch ja, durch die Wüste rennt und denkt, das Gefühl hat, die Oase läuft einem weg, aber es ist natürlich nicht so, weil das weißt du eigentlich auch, weil du müsstest nur mal, also gerade wenn du beliebt bist, gut aussiehst und whatever, es ist ja nur dein Programm im Kopf, du müsstest ja nur einen Schritt zur Seite treten, dann könntest du vielleicht sehen, da gibt es ganz viele Männer, denke ich mal, die dich anders behandeln würden. Aber vielleicht musst du auch deine Themen da ein Stück weit loslassen, ne, dass es möglich wird. Aber sicherlich ist das nicht das hier, was du willst. Und wenn du denkst, du willst das, musst du gucken, warum hast du Liebeschip, der so auf Krümel programmiert ist. Ne? Er sagt, er würde mich lieben. Also liebt dich vielleicht als Freundin, aber nicht als sexy Frau hier. Ne? Aber seine Familie würde mich nicht akzeptieren. Ja, wer ist denn dafür zuständig, dass die Familie ich akzeptiere das doch eher für zuständig. Das ist genau wie bei dem Video, was wahrscheinlich am Tag hier vorausgekommen ist. Also wenn die Freunde und Familie so gegen euch sind, also erstmal ist es mega Irritation in der Beziehung und ihr wollt vielleicht Beziehungen haben, die nicht so voller Irritationen stecken. Und dann ist immer die Frage, was wird denn da gesagt?
dass sie so gegen einen sind, ne? Weil wenn jetzt jemand einfach total glücklich ist in einer Beziehung, warum sollte denn die Familie dagegen sein und die Freunde so, ne? Und also, was gibt es da nicht zu akzeptieren hier an dir? Und also ich glaube das nicht so richtig. Häufig ist es so, ich will mir das jetzt auch nicht so ankreiden, häufig ist es so, man merkt einfach, man liebt den anderen nicht mehr richtig und bringt, anstatt das zu sagen, will den anderen nicht wehtun und findet halt irgendwelche Gründe, so kommt mir das vor. Somit hätte er uns noch eine Chance gegeben und sagte, dass er mir zeitnah seiner Mama vorstellen möchte. Sag mal, ihr seid Jahre zusammen, wieso bist du denn seiner Mama nicht vorgestellt? Also das finde ich jetzt echt richtig seltsam. Ja, dann soll er mal einen Arsch in der Hose haben, aber jetzt sind wir wieder am Thema Polarität, selbst wenn seine Mama jetzt so schrill drauf wäre, dass sie dich nicht akzeptieren könnte, wegen irgendwelcher Oberflächlichkeiten, weil ich keine Ahnung, weiß ja jetzt nicht, warum nicht. Der muss aber mal einen Arsch in der Hose haben und sagen, ey, es geht so nicht, ne? Und wenn er dich wirklich lieben würde, wäre es ihm scheißegal, dann akzeptiert dann seine Mama dich eben nicht, ja und? Also das weiß jetzt, also auch das jetzt mit dem zusammen, dass er bei seiner Mama wohnt, weißt du, ein bisschen darauf hin, wer vielleicht die wichtigste Frau in seinem Leben ist. Und willst du so einen Mann haben? Um auch ihre Meinung dem Ganzen anzuhören. Es muss jetzt echt ein Telejoker gezogen werden, um zu gucken, ob du eine akzeptable Freundin bist. Das, wie alt ist er denn? Ist er 12 oder was? Irgendwie. Oh, so seine Mama fragen, was ich gut finde. Oder was? Ja, also ich glaube nicht, dass du das willst und mach ansonsten lieber Kerl sein, aber ich denke, also wie das so häufig ist in diesen krümeligen Beziehungen, dass du, es ist dir schwerfällt, das loszulassen, weil man schon so in diesem totalen Mangel ist und denkt, das ist so die letzte Cola vor der Wüste, aber das ist nicht so. Also musst du nur einen Schritt zur Seite machen und sehen, dass deine Welt wahrscheinlich voll ist von anderen, die dich anders behandeln würden, ne? Zumindest wenn du, was ich dir sowieso raten würde, dann ja, weiß ich nicht, vielleicht mal andere Hobbys suchst, davon suchst, Leute kennenzulernen, Freunde zu finden, irgendwie die auch Sachen, die mit deinem Beruf vielleicht gar nichts zu tun haben. Und das würde ich dir wirklich wünschen, denke ich. Ja, also wenn du sozusagen von deinen emotionalen Bedürfnissen von so einem Mann abhängig bist, der, ja, dann sozusagen Mami fragen muss, ob er dich gut findet. Ja. So. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll, denn wir waren sehr gute Freunde und haben auch gemeinsame Interessen. Ja, also das ist wirklich eine Sache, die selten hier ist. Also das ist wirklich blöd, dass ihr die Freundschaft auch noch hattet und du hast das Gefühl, wenn du jetzt gehst, dass du nicht nur eine Beziehung verlierst, sondern auch eine, also eigentlich die einzige, wenn ich das so höre, Freundschaft, die du hast. Also da musst du echt dringend was machen. Auch vielleicht, ja, müsste ich jetzt noch mehr wissen, wo es da genau hakt. Aber ja, aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, eure Beziehung wieder auf einen Freundschaftsstatus zu bringen. Das, manchmal geht das, ne? Das wäre auch eine Option, die ich hier sehen würde, ne? Weil das hat ja schon mal gut funktioniert und dann werden diese ganzen Erwartungshaltungen, die du natürlich zu Recht hast an der Beziehung, werden dann vielleicht raus, ne? Also vielleicht geht das, manchmal geht das, ne? Dass man sie wieder auf Freundschaftsebene zurückkriegt. Das könntest du auch mal prüfen, ne? Oder mit ihm mal besprechen. So, ich hatte noch nie eine Pause von einer Beziehung, vermute, dass ich einfach nicht alleine sein kann. Ja, natürlich kannst du das, da musst du gucken, vielleicht, wie gesagt, kannst du mal eine Kurse gucken, kannst du mal Therapie machen oder irgendwas, oder keine Ahnung, was du halt machen willst oder auch nicht. Klar sind wir Beziehungswesen alle, aber es sind häufig so alte Programme, innere Kindprogramme in unserem Kopf, die uns sagen, dass wir könnten nicht allein sein, aber also wenn du immer, du weißt ja, dass du immer wieder jemanden finden kannst, ne? Das hast du bisher, ist das ja auch gelungen. Ja, probier's doch mal aus, 4 Monate allein zu sein.
wirst feststellen, das geht. Und dann kannst du immer noch wieder in Beziehung gehen. Da läuft ja nichts weg, sondern ich glaube schon, dass du das kannst. So. Nicht alleine sein kann, da so gut wie nie mein Handy klingelt. Ja, mit dem Freund haben wir ja schon gesprochen. Genau. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen.